Ja, hi, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität. Wir sind heute zu Gast mal wieder im Plus-Effizienzhaus in Berlin-Charlottenburg in der Fasanstraße. Und wir haben heute eine ganz spannende Veranstaltung vor uns. Wir sind hier eingeladen worden von der Firma Hager. Firma Hager ist mit Sicherheit jedem von euch ein Begriff. Guckt mal einfach bei euch unten im Keller, was für einen Stromkasten ihr habt. Da steht garantiert Hager auch drauf. Wir sind zumindest eingeladen worden, an einer Veranstaltung teilzunehmen, und zwar im Zuge einer Umfrage, die gemacht wurde, an die wir in der Interessengemeinschaft teilgenommen haben. Da geht es nämlich letztlich darum, wie soll das Energiemanagement der Zukunft bei euch zu Hause ablaufen? Und genau dazu läuft heute diese Veranstaltung hier. Verstanden wird. Ich zeige euch mal, ich führe euch mal durch die Präsentation, die wir gesehen haben und über die wir fast 3 Stunden diskutiert haben. Viel Spaß dabei, es geht los. Das ist die Situation, die ihr wahrscheinlich von zu Hause aus kennt. Wahrscheinlich eine Situation, die in noch über 99% der Wohngebäude in Deutschland, seien es Einfamilienhäuser oder seien es Mehrfamilienhäuser, vorzufinden ist. Nämlich wir haben im Prinzip zwischen dem Verbraucher und dem Stromnetz nur eine Energieleitung, die ist hier in Rot dargestellt. Es fließt auch nur Energie von links nach rechts, von rechts nach links, sprich hier vom Netz in Richtung Verbraucher. Und die einzigen Daten, die fließen, sind zwischen den einzelnen Netzebenen, zum Beispiel den Trafostationen, die inzwischen schon sehr intensiv datentechnisch miteinander verbunden sind, in das Kontrollzentrum zurück. Man geht also im Prinzip von rein statistischen Daten aus und weiß so ungefähr, wann verbraucht wer ungefähr wie viel Strom und kann danach die Stromerzeugung dann ausrichten in den Kraftwerken. Das ist natürlich alles jetzt ein bisschen anders geworden durch die Einbindung der erneuerbaren Energien in die Stromnetze. Erneuerbare Energien sind zwar inzwischen sehr gut vorhersagbar, das heißt, man kann auf Viertelstundentakte sehr gut vorhersagen, wie viel Sonnenenergie, wie viel Wind zur Verfügung stehen wird. Trotzdem ist das im Moment hier noch ein Einbahnsystem, was wir in den allermeisten Fällen haben. Das Auto hier ganz links am Rand, seht ihr, ist noch weder datentechnisch noch sonst irgendwie mit dem Haus verbunden. Diese Situation kennen jetzt dann vielleicht aber doch auch schon einige von euch, nämlich man hat sich zum Beispiel eine PV-Anlage zugelegt, die auf dem Dach ist und Energie erzeugt. Man hat hier einige Verbraucher im Haus, wie zum Beispiel die Waschmaschine, die Spülmaschine, den Herd, vielleicht die Kühlgeräte, die man hat, und versorgt diese dann mit eigener Energie. Ihr könnt auch sehen, man hat hier also jetzt auch schon zum Teil einen Datenfluss von zu Hause, sprich zum Beispiel vom Wechselrichter zu den entsprechenden Netzübergabestationen, sodass zum Beispiel eine PV-Anlage zu Hause auch abgeregelt werden kann, wenn schlicht und ergreifend zu viel Energie im Netz vorhanden ist. Dann haben wir auch hier Energie, die fließt jetzt neu, nämlich von eurer Hausverteilung zu eurer Ladestation oder zu der Ladestation zum Beispiel in der Tiefgarage. Dazu wird es jetzt demnächst auch nochmal ein Video geben, was wir bei Stromnetz Berlin gedreht haben. Also am besten gleich schon mal jetzt bitte den Kanal abonnieren und auch auf die Alarmglocke ganz wichtig klicken, damit ihr da informiert seid. Und das Auto, das jetzt hier Energie beziehen kann, meistens aus dem Netz beziehungsweise über euer Haus von der PV-Anlage neu hinzugekommen. Stück für Stück sind auch die Energiespeicher, die man zu Hause sich aufbaut, also sprich Stromspeicher. Wir haben jetzt inzwischen hier also ein System, das jetzt schon verstärkt in zwei Richtungen läuft. Also der Verbraucher ist nicht mehr nur Verbraucher, sondern auch Produzent. Man spricht also hier vom Prosumer. Das ist so eine Wortschöpfung zwischen Consumer, also Verbraucher, und Produzent, Prosumer, den haben wir jetzt da. Und ihr könnt sehen, der Datenverlauf ist hier jetzt schon ein bisschen erweitert worden.
Die nächste Folie zeigt jetzt mal die Idee, die hinter dem Heimenergiemanagementsystem steckt. Und zwar, ihr seht, es sind einige Elemente hinzugekommen. Wir fangen einfach mal hier oben an, nämlich den Zugang von Energie und Daten, zum Beispiel von der heimischen PV-Anlage oder auch von Winderzeugung oder die Wetterdaten, die ich habe. Die Daten meiner Haushaltsgeräte, braucht zum Beispiel der Kühlschrank zusätzliche Kühlung oder kann der abgeschaltet bleiben? Liegt eine Benutzungsanforderung seitens des Benutzers für Waschmaschine oder Spülmaschine vor, sagt also, ich möchte gerne Wäsche waschen. Das kann ja jetzt, bisher drückt man einfach auf den Knopf und dann geht das Gerät los. In Zukunft werden wir wahrscheinlich eher dahin kommen, dass man sagt, ich möchte gerne spülen oder ich möchte gerne die Wäsche waschen, ich möchte gerne mein Auto laden. Und dann werden diese Daten in das Energiemanagement eingespielt und aus all diesen Daten wird dann berechnet, wann ist der günstigste und beste Zeitpunkt, diese Anforderungen, diese Bedürfnisse auch zu erfüllen. Sprich also, die Spülmaschine wird dann vielleicht nicht gleich, sondern vielleicht erst in einer halben, dreiviertel Stunde oder über Nacht anspringen. Dann haben wir eine zusätzliche Vernetzung. Auto kommuniziert mit der Ladestation, Ladestation kommuniziert mit dem Heimmanagementsystem und das Ganze gesteuert über verschiedene Apps, verschiedene Anwendungen, wo ich zum Beispiel, in denen ich zum Beispiel programmiere, wann soll mein Auto wirklich mit Strom entsprechend versorgt sein. Das Auto lernt vielleicht auch in Zukunft, welche Routen ich wann fahre, speist diese dann benötigten Daten in das Heimmanagementsystem ein, also wann wird in etwa wie viel Strom im Auto benötigt. Das kennt man ja auch schon von Warmwasserzirkulationsanlagen zu Hause, die auch sozusagen lernen. Auch unsere Heizungsanlage zum Beispiel lernt, wann wir warm Wasser benötigen und erzeugt auch dann erst das warme Wasser kurz bevor wir das im statistischen Mittel brauchen, einfach um die Verluste im System möglichst gering zu halten. Dahinter stecken auch noch weitere Services und Dienstleistungen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Ihr denkt natürlich jetzt hier, wenn ihr das alles seht, sofort an das Thema Smart Home. Es ist völlig klar, das Problem ist, das haben wir auch angesprochen, es gibt so verschiedene Smart Home Systeme und ich habe dann mal die Frage gestellt, besteht denn da die Chance irgendwie, dass sagt man sich auf einen Standard einig, da wurde ganz klar gesagt, also der Zug ist abgefahren. Es ist eher so, dass jetzt das Heimmanagementsystem lernen muss und können muss, mit all diesen Systemen miteinander zu sprechen. Es muss auch mit den Wallboxen, mit den Autos sprechen können. Dafür gibt es ja auch entsprechende Protokolle. Guckt euch mal das Video an, was wir hier eingestellt haben zu dem neuen Standard 15118, glaube ich, heißt der Standard, wo also das Auto über eine Art Powerline-System dann entsprechend Daten auch ans Energiemanagementsystem schicken wird. Das heißt, ihr seht also, es ist ein, wenn ich nochmal zurückblätter, wirklich eine dramatische Veränderung. Wenn ich mir überlege, so sah mein Haus aus, als ich es gekauft habe im Jahr 2000, ja. Das ist der Stand, den wir jetzt so ungefähr haben und das ist der Stand, der dann auch mal erreicht werden soll. Das sind also wirklich nur wenige Jahre. Und ja, was soll das eigentlich alles? Warum machen wir diesen Aufwand, diese ganze Vernetzung und was steckt letztlich dahinter? Letztlich steckt dahinter, dass wir die Energieintelligenz einfach erhöhen. Das heißt, es geht nicht mehr einfach nur darum, einen Schalter umzulegen und dann geht das irgendwie, sondern der Strom kommt eben nicht einfach nur aus der Steckdose, sondern das alles zu managen, um die Angebote zum Beispiel von erneuerbaren Energien mit den Angeboten aus dem Heimspeicher zu vernetzen. Dazu die Anforderungen zum Beispiel meiner Wärmepumpe, die Anforderungen meines Fahrzeugs, meines Mobilitätsbedürfnisses miteinander zu kombinieren, die Anforderungen, die ich sowieso zu Hause habe, waschen, spülen, Fernsehen, kühlen und so weiter und so fort. Dann natürlich auch das Netz darf nicht vergessen werden. Das Netz spielt bei der ganzen Sache ja auch eine Rolle, eine hundertprozentige Stromautarkie ist aus meiner Sicht im Moment zumindest schon mal extrem teuer. Lohnt sich in den allermeisten Fällen nicht. Das heißt, wir werden weiterhin aufs Netz angebunden sein, aber hey, wo ist das Problem? Lasst uns doch einfach das Netz und die Erzeuger, die im Netz dran sind und ihre Windanlagen und PV-Anlagen betreiben, mit meinem Haus zusammen kombinieren. Man muss ja nicht alles alleine irgendwie machen. Ja, wie gesagt, warum machen wir das Ganze? Was steckt so dahinter? Also klar, wenn ich jetzt mal aus der Sicht des Elektroautofahrers sehe, dann will ich natürlich zu Hause sicher und schnell laden. Ja, schnell laden muss vielleicht gar nicht immer sein. Ich will auch vor allem sicher sein. Ich will auch wissen, welche Auswirkungen hat das auf mein Haus, gerade wenn ich mich vielleicht noch nicht so gut auskenne. Ich möchte vielleicht meine PV-Anlage und meinen Energiespeicher optimal nutzen.
Wahrscheinlich vielleicht in vielen Haushalten in Zukunft auch mein Mini-Blockheizkraftwerk oder mein Brennstoffzellen-Blockheizkraftwerk, das ja auch Strom und Wärme produzieren kann, mit dem Speicher optimal kombinieren. Das ganze System soll mir natürlich auch ein Stück weit mehr Komfort bringen und auch natürlich ein ganzes Stück mehr an Sicherheit. Ich will einfach wissen, was ist in meinem Haus los, was läuft, woran liegt es, wenn irgendwas nicht funktioniert. So, und jetzt geht's zurück ins Plus Energiehaus zu meinem Abschlussinterview mit Rainer. Viel Spaß dabei. Ja, wir haben unser Barcamp hinter uns. Wir haben jetzt fast 3 Stunden lang diskutiert um das Thema Energiemanagement der Zukunft zu Hause. Wie vernetzen wir in Zukunft zu Hause PV-Anlage, Elektroauto, Wärmepumpe? Welche Auswirkungen hat es auf die Sicherheit unseres Lebens, wie wir in Zukunft leben, welche Informationen wir irgendwie bekommen, wie wir unseren Autarkiegrad erhöhen können, wie wir vielleicht auch dazu beitragen können, vor allem auch unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Und zu mir kommen wir dazu, Rainer von Firma Hager. Hallo. Grüße dich, schön, dass du da warst. Er war mit dabei, er hat die Veranstaltung mitgeleitet, mit uns diskutiert. Das ging teilweise sehr heiß her, oben wird immer noch weiter diskutiert. Rainer, aus deiner Sicht, wie war die Veranstaltung für euch? Sehr spannend und sehr wertvoll. Also für uns ist, also vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeiten, dass wir so einen Rahmen hier hatten. Für uns ist es extrem spannend, jetzt einfach unsere Ideen und die Vorstellungen, die wir haben, die Pläne jetzt mit Vorreitern in diesen Feldern zu diskutieren. Wie du sagst, das ging hoch her, ne? Also, aber es waren sehr, sehr gute Inputs und genau, das Ziel, hier inspiriert zu werden oder bestätigt zu werden in unserem Vorgehen, das hat sehr, sehr gut getan und das war super. Kannst du vielleicht nochmal den Zuschauern sagen, was ist jetzt das Besondere für euch, dass sich eine Firma wie Hager jetzt an uns Endkunden richtet? Was ist so das, was euch am allermeisten interessiert? Firma Hager hat ja traditionell eine sehr starke und gut funktionierende Zusammenarbeit mit den Elektrohandwerkern. Im Zuge der Weiterentwicklung in neuen Geschäftsfeldern, was uns halt fehlt, ist jetzt die Erfahrung, jetzt, wir müssen die End-User auch mitnehmen. Mhm. Nicht nur die Elektrohandwerker in den neuen Geschäften, sondern auch die End-User. Und wir haben einen Plan und diesen Plan jetzt mit solchen Vorreitern jetzt in diesen Feldern, mit, wie jetzt hier in Berlin, zu diskutieren, ist halt super wertvoll. Mhm. Ja. Das ist neu für uns. Ja. Wenn heute jemand, wenn ihr vielleicht gerade dabei seid, ein Haus zu bauen, ihr habt jetzt auf die Idee gekommen, ihr wollt ein Haus bauen, ihr seid gerade dabei, woran sollte man jetzt aus deiner Sicht denken? Und welche Fehler sollte man auf jeden Fall vermeiden, wenn man jetzt neu baut? Er müsste sich die Frage beantworten, okay, ich will ja, wenn er sagt, okay, ich möchte zukunftsfähig sein, ne, dass er dann sich mit den Themen auseinandersetzt, wie eben PV, mit Speicher, sich gut beraten lassen von einem spezialisierten Elektroinstallateur. Und natürlich eben investieren in moderne Sachen, die jetzt einfach nicht nur einfach Elektroinstallationen sind. Ne? Also es ist im Prinzip wie wenn man sich überlegt, ein neues Auto zu kaufen, dann muss man ja nicht unbedingt den alten mechanischen Verbrenner kaufen, sondern einfach mal ein Stück weiter denken zum E-Auto hin und von eurer Seite aus wird genau, das kombiniert. Ist, ne? Es wird Lösungen geben, die integrativ eben die ganzen Nutzungsszenarien sozusagen integrieren, wie jetzt eine Elektromobilität, wie die Solarstromnutzung, wie das Speichern dessen, Verlinkung zu den Smart Grid und richtig, so weiter. Genau. Also das ist das, was, ja. Genau, und dazu diese Intelligenz da eben mit anzudenken. Genau. Wahrscheinlich, weil es auch viel einfacher ist, es von Anfang an mit einzubauen, als es später alles nachzurüsten. Das verstehen wir ja unter dem Begriff Sektorkopplung. Und ich glaube, das ist etwas, wenn ihr jetzt dabei seid, mit eurer Hausbaufirma sprecht oder mit eurem Architekten sprecht, dass ihr die konkret darauf ansprecht und sagt, ich möchte nicht einfach nur so ein dummes Haus haben mit Sicherungen, Kabeln und Schaltern, sondern es sollte ein Haus sein, was ein bisschen mehr kann. Ja. Wir haben für euch auch noch die Möglichkeit, an einer Umfrage teilzunehmen. Eine Umfrage, wo ihr auch nochmal zu diesen Fragen Stellung nehmen könnt. Die blenden wir dann in dem Video unten nochmal ein. Bitte nutzt diese Gelegenheit, sie ist für uns alle sehr wertvoll, damit wir einfach alle wissen und damit auch die Hersteller und die Planer und die Firmen wissen, wo soll es in Zukunft hingehen, was wünscht ihr euch eigentlich, wenn es um das Thema Energiemanagement geht. Das war es erstmal an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Rainer, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss. Ciao. Ciao. Steht die Kamera gerade? Die Kamera ist doch schief.
komm hör auf. Kommst du denn auf die Idee? Hallo und herzlich willkommen.